Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, der Vortrag von Debra war wie immer aufregend. Ich möchte es ein bisschen nüchterner angehen und Ihnen aber doch den Hintergrund liefern, den Debra jetzt gebracht hat, mit ein bisschen mehr Fakten. Ich hoffe, die Präsentation wird Ihnen trotzdem etwas Spannendes mitteilen können. Zuerst mein Conflict of Interest Statement. Ich bin in einem Gerichtsfall in den Vereinigten Staaten zum Thema Hirntumore involviert. Ich bin auch Mitglied der EMF-Arbeitsgruppe des Gesundheitsministeriums in Österreich und ich habe von der EU, vom österreichischen Ministerium und von der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt in Österreich Fonds bekommen zur Forschung. So viel zu meinem Konflikt. Ich möchte die dramatischen Worte von Debra insofern unterstützen, als ich Ihnen hier zeige aus Großbritannien. In Großbritannien wird in regelmäßigen Abständen eine Repräsentativbefragung durchgeführt über die Nutzung von Telekommunikationseinrichtungen durch Kinder und Jugendliche. Etwas, das überall durchgeführt werden sollte, nach meiner Auffassung. Und ja, hier sehen Sie die verschiedenen Altersgruppen von 3 bis 4 bis 12 bis 15. Und diese Daten sind aus 2017, 2019er Daten werden Anfang nächsten Jahres publiziert werden. Es ist anzunehmen, dass die Zahlen wieder angestiegen sind. Aber Sie sehen doch, hier geht es, die blaue Säule, das sind die Mobiltelefone, das eigene Smartphone, dass schon 5% der 5- bis 7-Jährigen ein eigenes Smartphone besitzen. Und das steigt dann auf über 80% bei den 12- bis 15-Jährigen. Also die Zahl der Mobiltelefonnutzer unter Kindern ist dramatisch angestiegen in den letzten Jahren. Und auch die Anzahl der Stunden, die Kinder und Jugendliche damit verbringen, ist unfassbar. Also wenn Sie die Daten zusammenzählen, dann kommen Sie bei den 12- bis 15-Jährigen auf mehr als 8 Stunden Nutzung von solchen Einrichtungen, die alle oder zumindest in der Mehrzahl auch mit einer Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern verbunden sind. Aber die schiere Dauer, mit der Kinder heute exponiert sind, ist überwältigend. Ich möchte Ihnen zeigen eine kürzlich publizierte Studie aus Korea an ungefähr 1700 Jugendlichen, was so etwas für Konsequenzen haben kann. Debra hat schon darauf hingewiesen, das ist ein Aspekt, der jetzt nicht direkt mit der Strahlung vielleicht verbunden ist, wir wissen es nicht, aber es gibt eine Explosion von Suchtverhalten bei Kindern gegenüber Smartphones. Es gibt Untersuchungen, die abgebrochen werden mussten, weil die Kinder es nicht ausgehalten haben, ohne das Handy auszukommen. Man wollte also testen eine Zeit, ein paar Tage ohne Handy und mit Handy. Und das Experiment konnte nicht durchgeführt werden, weil die Kinder nicht fähig waren, ohne ihr Handy zu leben. Und in dieser Untersuchung sehen Sie, das ist jetzt ein sogenanntes Strukturgleichungsmodell und ich möchte Ihnen jetzt nicht auferlegen, das wirklich im Detail verstehen zu können, aber was Sie hier sehen, sind diese Verknüpfungen zwischen der Mobiltelefonsucht und Depression. Und Sie sehen, dass an allen drei Zeitpunkten, das war eine Längsschnittsuntersuchung, miteinander verknüpft war. Und nicht nur das, es hatte auch immer auf die Zukunft Auswirkungen. Und das ist also wirklich sehr bedrohlich für die Zukunft.
denn Depression ist heute, die Kinder- und Jugendpsychiatrie kann davon ein Lied singen, ein besonderes Problem. Debra hat es angesprochen, ich möchte es Ihnen im Detail ausführen. Ein Kind ist kein kleiner Erwachsener, sondern es gibt fundamentale physiologische Unterschiede. Und Sie sehen hier oben mein Versuch, das zu simplifizieren. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist. Sie sehen hier diese Leiste. Ja, diese gelbe Leiste. Sie sehen hier, das soll symbolisieren den Schädeldurchmesser. Der Schädeldurchmesser ändert sich um 25% zwischen dem zweiten und dem 20. Lebensjahr. Sie sehen aber zum Beispiel die Dicke der Schädelkalotte ändert sich um 70%. Das Gleiche gilt für den Skalp, der ändert sich auch in der Dicke um 70%. Auch die Ohrmuschel verändert sich um 5%. Und das alles wirkt zusammen, um die Exposition des Kindes zu verändern, zu erhöhen. Was Sie noch hier sehen, ist auch sehr wichtig, auch das hat die Debra schon genannt, die Myelinisierung der Nerven im Gehirn ist noch nicht abgeschlossen bei einem Kind. Das ist noch ein Vorgang, der bis zum 20., 25. Lebensjahr weitergeht. Und diese Myelinisierung, die Isolierung gewissermaßen der Nervenzellen, diese Isolierung, wenn sie einmal vorhanden ist, reduziert die Exposition, weil das fetthaltiges Gewebe ist. Die Oligodendrozyten, die diese Funktion ausüben, die diese Scheiden bilden, haben einen hohen Fettanteil und das reduziert die Absorption, während das nicht myelinisierte Gewebe hat die elektrische Eigenschaften, die die Exposition erhöhen. Also ein kindlicher Schädel ist etwas anders als ein erwachsener Schädel. Und hier sehen Sie die sehr häufig gezeigte Abbildung aus einer Studie von Om Gandhi. Hier sehen Sie das ganz rechts, die Absorption eines Mobiltelefons im Schädel eines Erwachsenen, hier eines 10 Jahre alten Kindes und hier eines 5 Jahre alten Kindes. Aber was Om Gandhi hier gemacht hat, war eine Reskalierung. Er hat also quasi einen Erwachsenen genommen und den Schädel unverändert lassen und nur skaliert den Schädel eines Kindes. Das ist nicht die beste Art und Weise, wie man das machen kann und wurde auch deswegen relativ heftig kritisiert. Wenn man aber das korrekt macht und das Gewebe so modelliert, wie es bei einem Kind eben ist und nicht nur eine Reskalierung vornimmt, das hat Joe Wyatt so gemacht, ein paar Jahre später, dann sehen Sie, ich hoffe, man kann das erkennen, ja, Sie sehen hier die verschiedenen Antennentypen. Hier haben Sie ein 900 MHz Dipolantenne, also das ist das alte GSM-Telefon. 4 Jahre altes Kind, 12 Jahre altes Kind. Man sieht da blöderweise nicht alle Beschriftungen, aber was Sie sehen, ist hier wäre die Erwachsenenabsorption. Und was Sie sehen, ist, dass praktisch bei allen Typen von Antennen und bei 4 und 12 Jahren gleichermaßen die Exposition höher ist im Schädel des Kindes als bei dem Erwachsenen, bis zum Doppelten in dieser Untersuchung. Eine weitere Untersuchung von einer der bedeutendsten Gruppen, was die Dosimetrie anlangt, nämlich dem Labor von Nils Kuster in Zürich,
zeigt noch etwas eigentlich Dramatischeres. Sie sehen links ist das 900 MHz und rechts 1800 MHz. Und Sie sehen, dass das Vielfache, die Skala ist das Prozent von Erwachsenenabsorption, dass bei all den Kindern, die hier modelliert wurden, gleichgültig wie die Art der Exposition war, die Absorption um ein Vielfaches höher war im Gehirn als beim Erwachsenen. Und Sie werden jetzt in der Debatte häufig vorfinden, dass das gar nicht wahr ist. Das ist auch so. Das ist alles nicht wahr. Wenn man nämlich den Standard hernimmt. Der Standard ist die maximale Absorption in einem Gewebe von 1 Gramm oder 10 Gramm, je nachdem, ob es der europäische oder amerikanische Standard ist. Und in der maximalen Absorption unterscheiden sich Kinder und Erwachsene nicht. Aber wo ist die maximale Absorption? Wo ist sie? Wissen Sie es? Die ist an der Ohrmuschel. Und das interessiert mich nicht, ob es an der Ohrmuschel hoch oder niedrig ist. Was mich interessiert, ist, wie das in vulnerablen Gewebe ist. Und nicht in der Knorpelsubstanz des Ohres. Also man muss da sehr aufpassen, worüber diskutiert wird. Und in diesem Fall sage ich, im vulnerablen Gewebe eines Kindes, eines Jugendlichen, ist die Exposition durch ein Handy höher, und zwar zum Teil weit höher, als bei einem Erwachsenen. Sie sehen hier den Versuch, die Gründe für diese Unterschiede zu kategorisieren. Wir haben auf der einen Seite Kinder, die eine weichere Ohrmuschel haben, dünnere Schädelkalotte, dünneren Skalp, und das alles führt dazu, dass das Handy, wenn es ans Ohr gehalten wird, näher bei vulnerablen Geweben ist als bei einem Erwachsenen. Es ist einfach die Abstandsregel, die Sie schon gehört haben, die im Nahfeld nicht ganz so zutrifft wie im Fernfeld. Also im Fernfeld gibt es eine quadratische Abhängigkeit, im Nahfeld ist es komplexer. Aber dennoch, die Nähe spielt eine Rolle. Das führt dazu, die Strahlung dringt tiefer in das kindliche Gewebe ein und kann also größere Areale im Gehirn beeinflussen als bei einem Erwachsenen. Die Myelinisierung ist nicht abgeschlossen, deswegen ist prinzipiell die dielektrische Eigenschaft des Gewebes anders als bei einem Erwachsenen. Und was ich vorhin vergessen habe zu erwähnen, es gibt noch eine sehr kritische Fragestellung, die bisher nicht wirklich beantwortet wurde, weil die Dosimetrie noch nicht so weit ist. Es ist so, dass in Schädelknochen des Kindes praktisch zu 100% blutbildendes Knochenmark vorhanden ist. Das ist beim Erwachsenen verschwunden. Und blutbildendes Knochenmark bedeutet höhere Absorption. Denn im Vergleich zum Knochen hat blutbildendes Mark eine weit höhere Absorptionsrate. Nur das wird nicht modelliert. Der gesamte Schädelknochen wird als ein Knochen modelliert in den Untersuchungen der Dosimetrie und nicht die Feinstruktur des Knochens, so dass das Knochenmark gar nicht dargestellt werden kann und wir wissen gar nicht, wie hoch dort die Absorption ist. Und denken Sie daran, es ist ein Gewebe, das Blut bildet. Das heißt, es ist ein proliferierendes Gewebe, ein proliferierendes Gewebe, das exponiert ist, das macht mir doch Sorgen. Ich möchte jetzt eine der Punkte, die Devra genannt hat, ein bisschen vertiefen. Was sind die Auswirkungen auf Verhalten, Wohlbefinden und kognitive Leistungen? Ich will nur Schlaglicht auf die Evidenz richten, denn man kann nicht die gesamte Evidenz in ein paar Minuten darstellen.
Diese Untersuchung ist auch schon auf einer der Folien von Deborah vorgekommen. Hier zeige ich Ihnen die Details. Diese Untersuchung hat 2008 wie eine Bombe eingeschlagen. Die Medien waren voll davon. Und zwar aus zwei Gründen. Es war eine sehr große Untersuchung, eine Kohorte aus Dänemark, ich glaube 17.000 Kinder. Und die Autoren waren nicht bekannt als solche, die sehr mobilfunkkritisch sind, denn der Senior Scientist in dieser Untersuchung war Lika Kaifetz, eine Forscherin, die als sehr industriefreundlich bekannt ist, denn sie leitet eine Institution, die von der Industrie finanziert wird. Es war jene Lika Kaifetz, die Mike Repacioli, der Leiter des EMF-Programms bei der WHO, die er als Nachfolgerin aufbauen wollte, aber das ist ihm dann letztlich nicht gelungen. Jedenfalls, es war eine nicht gerade mobilfunkkritische Forscherin, die diese Untersuchung publiziert hat. Und ich erkläre Ihnen jetzt, wie man das liest. Es sind ja nicht alle von Ihnen täglich mit wissenschaftlicher Literatur befasst. Was Sie hier sehen, sind sogenannte Odds Ratios. Sie werden das noch öfter vielleicht hören im Rahmen dieser Tagung. Deswegen ist es gut, wenn ich vielleicht darüber ein Wort verliere. Odds Ratios sind Schätzer für das sogenannte relative Risiko. Sie drücken also das Risiko im Verhältnis zwischen Exponierten und Nicht-Exponierten aus. Also wenn es über 1 ist, dann heißt es, die Exponierten haben ein höheres Risiko als die Nicht-Exponierten. Und hier in diesem Fall sehen Sie ganz unten die 1er-Linie. Und Sie sehen, dass alle diese Punkte oberhalb dieser Linie von 1 sind. Das heißt, die exponierten Kinder, oder in diesem Fall waren es ja die Mütter, die exponiert waren, und Sie sehen die Auswirkungen Jahre später auf die Kinder, wenn die Mütter während der Schwangerschaft mobil telefoniert haben und auch kurz nach der Schwangerschaft. Das ist das, was als Exposition hier untersucht wurde. Und Sie sehen hier einzelne Punkte. Ja, das sind diese Quadrate. Und diese Punkte sind der Schätzer für das relative Risiko selber. Und dann sehen Sie diese Striche, das sind sogenannte Konfidenzintervalle. Das im Deutschen sagt man auch manchmal Mutungsintervalle. Das sind die Bereiche, in denen mit 95%iger Wahrscheinlichkeit das wahre Risiko liegt. Und wenn diese Intervalle 1 nicht enthalten, dann bedeutet das, dass eine statistisch signifikante Risikoerhöhung vorliegt. Oder im Falle, das liegt darunter, ist es eine Risikoverminderung. Also hier ist wichtig, dass alle diese verschiedenen Faktoren des kindlichen Verhaltens, hier sehen Sie emotionale Probleme, Hyperaktivität, Verhaltensprobleme und Probleme mit Gleichaltrigen. Alle diese Faktoren des sogenannten Strengths and Difficulties Questionnaire sind signifikant erhöht. Das bedeutet, Kinder, deren Mütter während der Schwangerschaft und kurz danach mobil telefoniert haben, haben ein erhöhtes Risiko, später verhaltensauffällig zu werden. Und hier denke ich an das, was uns die Kollegin aus Zypern gestern gesagt hat. Und der Spot, den sie produziert haben, das ist ganz ein tolles Verfahren, um auf dieses Problem die Aufmerksamkeit zu richten. Denn Sie haben gesehen, dass dort die Schwangere sagt, ich lege mein Handy weg, ich nutze es nicht am Körper. Das ist eine Konsequenz der Evidenz, die wir haben. Und nicht Jux und Tollerei. Und deswegen bin ich sehr stolz auf die Kollegin aus Zypern. Ich wollte, dass solche Spots gäbe es in ganz Europa oder auf der ganzen Welt.
Es ist aber nicht nur in Dänemark so. Es gibt in 5 Ländern dieselbe Untersuchung. Und ich bin ja nicht ganz ein Neuling auf dem Gebiet der Epidemiologie, ich betreibe die seit 40 Jahren, aber so etwas habe ich noch nicht gesehen. Denn wenn Sie eine Meta-Analyse machen von verschiedenen Studien zu einem bestimmten Endpunkt, zu einem bestimmten Problem, dann werden Sie immer eine gewisse Variation finden. Aber eine derartige Homogenität in den Resultaten ist mir noch nicht untergekommen. Sie sehen hier unten, das ist das Maß der Homogenität oder Heterogenität. Und die Heterogenität zwischen diesen Studien in diesen verschiedenen Ländern ist null. Also man kann sagen, weil gestern von Replikation gesprochen wurde, das ist ein 4-mal repliziertes Resultat und es gibt keine Heterogenität, die ist null. Das heißt, es gibt ein erhöhtes Risiko, wenn die Mutter während der Schwangerschaft mobil telefoniert hat, für Verhaltensauffälligkeiten des Kindes später im Leben. Und hier braucht mir niemand etwas erzählen von Replikation und Nicht-Replikation. Und wenn Sie hören, es gab noch nie irgendwelche Gesundheitsprobleme, die konsistent gefunden wurden, dann ist das jedenfalls eine Ausnahme. Also Sie sehen, es wurde in Niederlanden, Dänemark, Spanien, Norwegen und Korea ein homogenes Risiko, das etwa eine 30-prozentige Erhöhung für kindliche Hyperaktivität ergeben hat. Noch ein weiteres interessantes Detail zu dieser Frage. Wenn Sie jetzt vergessen einmal auf die Exposition der Mutter während der Schwangerschaft und die Exposition des Kindes betrachten. 2010 hat die bayerische Gruppe eine Untersuchung publiziert, wo die Kinder und Jugendlichen ein Dosimeter getragen haben. Das heißt, die sind über einen gewissen Zeitraum gemessen worden, welche Exposition sie ausgesetzt waren. Und da ist die Exposition gegenüber Basisstationen, Wi-Fi und dem eigenen Handy eingeschlossen. Und hier sehen Sie auch, dass bei Kindern sowohl wie bei Jugendlichen, bei beiden gibt es eine signifikante Erhöhung des Risikos für eben diese Verhaltensauffälligkeiten, von denen ich vorhin gesprochen habe, wenn die Exposition hoch ist. Das Blöde an der Untersuchung, man kann nicht sagen genau, wie hoch das ist, weil die haben einfach die Messungen in 4 Gruppen eingeteilt nach ihrer Höhe. Erstes Viertel, zweites, drittes und viertes. Und wir wissen nur, wenn sie hoch ist, dann ist auch das Risiko hoch. Wenn jetzt jemand sagt, gut, das hat vielleicht nichts mit der Strahlung zu tun, dann gibt es einen guten Indikator und auch das hat die Gruppe von Lika Kaifetz dann publiziert, 2 Jahre später. Wenn nämlich, wie Sie hier sehen, der Anteil der Zeit, an dem das Handy eingeschaltet war, berücksichtigt wurde, also die Zeit, an der eine Exposition des Feten möglich war, dann sehen Sie es einen linearen Anstieg des Risikos mit dem Anteil, dem es eingeschalten war. Unter 50, zwischen 50 und 100 und praktisch immer. Und das deutet darauf hin, dass es sich wirklich um ein Expositionsproblem handelt. Dasselbe sehen Sie hier, wenn wir das ausdrücken als ein Risiko nach der Anzahl der Tage der Mobiltelefonnutzung. Und hier sehen Sie jetzt nicht Verhaltensauffälligkeiten, sondern ein weiteres Problem, das wir häufig beobachten im Zusammenhang mit Mobiltelefonnutzung, nämlich Kopfschmerzen. Also auch Kopfschmerzen haben die Kinder 7 Jahre später nach der Exposition der Mutter häufiger gezeigt. Auch diese Untersuchung hat Devra schon
gebracht, aber nur gestreift. Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe in den letzten Jahren keine dramatischeren Ergebnisse gesehen als diese Untersuchung. Es hat sie nur niemand verstanden. Und deswegen kommt es nirgendwo in den Medien vor. Was Sie nämlich hier sehen, sind die Untersuchungen im Zeitverlauf. Die Gruppe von Rösli hat in der Hermes-Studie untersucht, ob, wenn die Exposition über die Zeit zunimmt, wie sich die verschiedenen Probleme verändern dadurch. Und hier sehen Sie die Zunahme. Sie sehen da oben 341 Kilojoule pro Kilogramm und Tag. Das ist also die Cut-off-Wert, wo Sie gesagt haben, das ist eine relevante Zunahme. Und dann haben Sie sich Gedächtnisleistung angesehen. Und zwar, Sie haben verbales und figurales Gedächtnis behandelt. Und jetzt müssen Sie wissen, dass verbales Gedächtnis hauptsächlich in der linken Hemisphäre verankert ist und figurales Gedächtnis hauptsächlich in der rechten. Und was Sie hier gefunden haben, das hat mich wirklich buchstäblich vom Sessel gehaut, denn Sie sehen hier beim verbalen Gedächtnis, hier sehen Sie die Leistungsveränderung. Ja, die Leistungsveränderung hier in der Gruppe, die das Mobiltelefon an der linken Kopfseite genutzt hat und hier an der rechten Kopfseite. Und was Sie hier sehen, ist, dass eine Leistungsverschlechterung nur an der Kopfseite aufgetreten ist, wo das verbale Gedächtnis verankert ist. Also das deutet sehr stark darauf hin, dass die Exposition die entscheidende Rolle spielt und nicht die Nutzung selbst. Und das andere sehen Sie, das figurale Gedächtnis. Und hier sehen Sie, dass eine signifikante Reduktion der Leistung nur auf der rechten Seite aufgetreten ist. Also dort, wo das figurale Gedächtnis hauptsächlich verankert ist. Und es kommt noch etwas dazu. Sie sehen, dass beim figuralen Gedächtnis auch die, die es auf der linken Seite getragen haben, etwas eine Einbuße haben, nur sie waren nicht statistisch signifikant. Aber alle von Ihnen, die Medizin studiert haben, wissen, dass das figurale Gedächtnis zwar dominant rechts verankert ist, aber auch die linke Hemisphäre benötigt wird. Und das spiegelt das hundertprozentig wider. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Also das ist wirklich eine ganz bedeutende Untersuchung. Lassen Sie mich die letzten zwei Minuten noch auf Hirntumore verwenden. Es ist so, dass die Anzahl Studien überschaubar ist, denn es gibt nur zwei. Es gibt die Cephalus-Studie und die Mobikic-Studie. Die Cephalus-Studie ist publiziert worden von Aydin und anderen. Mobikic-Studie leider noch nicht. Ich bin ja selber im Komitee, die diese Analysen durchführt. Und ich kann Ihnen auch leider noch nicht sagen, wann wir so weit sein werden. Die Cephalus-Studie wurde eigentlich heruntergespielt von den Autoren. Es gab also eine Pressekonferenz, wo sie mitgeteilt haben, das ist alles in bester Ordnung. Was Sie hier aber sehen, ist, dass ein erhöhtes Risiko, ein auch statistisch signifikant erhöhtes Risiko schon bei 2,8 Jahren, bei über 2,8 Jahren Exposition nach Daten der Netzbetreiber jedenfalls, gegeben war. Also wenn das wahr ist, dann würde das bedeuten, die Latenzzeit sozusagen, bei der eine Änderung der Inzidenz beobachtbar ist, ist bei Kindern und Jugendlichen sehr viel geringer. Ja, ich möchte mir die Zusammenfassung sparen, denn ich glaube, Sie haben alle mitgekriegt, dass Exposition gegenüber Mobiltelefonen und anderen Geräten, die elektromagnetische Felder ausstrahlen, bei Kindern und Jugendlichen keine so gute Idee ist, dass man Maßnahmen ergreifen sollte, die zu reduzieren. Und die Möglichkeiten dazu gibt es, ohne dass man jetzt eine große Einschränkung den Kindern auferlegt, diese wirklich sinnvolle Technologie auch zu nutzen. Dankeschön.